Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Unser erster Award-Preisträger vom 2020, der Bernhard Klein, ist heute zwar nicht persönlich hier anwesend, aber sein Sohn ist heute da, ebenfalls unfassbar kompetent in Bezug auf diese kleinischen Felder. Und ich möchte heute die kleinischen Felder mal noch diskutieren im Zusammenhang mit Rückenschmerzen. Ich weiß einfach, ich habe gelernt, auch über Studien, wo ich gesehen habe, von Frau Professor Brigitte König und auch vom Dr. Petrofisser, dass die Durchblutungsproblematik sehr oft auch verantwortlich ist dafür, dass wir Rückenschmerzen kriegen. So. Inwiefern die Erfahrungswerte innerhalb dieser Firma tatsächlich so ist, dass man mit diesen Feldern arbeiten kann, um Rückenschmerzen zu lindern, das möchte ich heute wissen. Bleiben Sie dran, ich lege gleich los. Ja, da bin ich wieder und jetzt darf ich Ihnen den Sohn vorstellen, der Marco Klein. Ganz herzlich willkommen, lieber Marco. Danke für die Einladung. Irgendwie schon frustrierend, immer als Sohn bezeichnet zu werden, aber gut, ich bin auch Sohn, also von dem her, alles gut, gell? Ich wollte gerade sagen, bin ja mit der Thematik ja aufgewachsen, ja, die Lorbeeren der Entwicklung liegen ja bei meinem Vater, dass ich das weiterführen kann, darf, in der Entwicklung, in den Studien, das ist so viel möglich und das macht nur Spaß, kann man so sagen, ja. Ja, ich weiß, die Durchblutungsproblematik ist anscheinend sehr oft verantwortlich für viele gesundheitliche Probleme. Aber in dieser Sendung fokussieren wir uns jetzt mal auf den Rücken. In einer der letzten Sendungen hast du mir von solche Pads gezeigt. Also das hatte ich mal noch als Muster. Das sind so Pads, die man wirklich über die schmerzenden Stellen legt. Und darunter wird eigentlich das Blut animiert, um eine andere Fließeigenschaft zu bekommen. Ja, tatsächlich. Das Blut läuft an wechselnden Plus- und Minuspolarealen rüber, also über verschiedene Arten von Plus- und Minusflächen, verschiedenen Stärken, verschiedenen Anordnungen, Polausrichtungen, Polformen, Polgrößen. Also sehr, sehr komplex gehalten, aber es läuft praktisch unter der Haut dran vorbei. Und diese Geldrollenbildung, diese Verklumpung, diese Verklebung der roten Blutkörperchen, die löst sich tatsächlich durch dieses, über diese wechselnden Plus- und Minuspole drüberlaufen. Das ist praktisch wie ein kleines Reiben in der Form, weil Plus-Ionen werden auf dem Minusfeld angezogen und die Plus-Ionen gleichzeitig abgestoßen. Ja, das verstehe ich super, das ist reine Physik, aber was hat das mit dem zu tun? Da sind praktisch die Felder so eingebaut, das sind sehr, sehr bewusst schwache Felder, aber so gebaut, dass alle paar Millimeter bestimmte Wechsel erfolgen, damit das Blut als Signal in der Form sehr, sehr verschieden angesprochen wird, um diese Effekte zu erreichen. Also muss man sich das wie so angestoßen fühlen. Also jetzt kommt ein Anstoß von Blut vom Süden, dann einer vom Norden, einer vom Westen, einer vom Osten und wieder runter. Und jetzt wird dieses Blut, das ja auch kommt, so durchgeschüttelt. Kann man es ein bisschen sagen. Ein Waschbretteffekt, das kennen viele, die so auf Rollen, wenn etwas sich bewegt. Das heißt, die Zellen werden, wie gesagt, einmal abgestoßen, angezogen, abgestoßen. Das heißt, entstehen so kleine, könnte man sagen, kleine Wirbelstürme in der Form, aber einfach, dass diese Blutkörperchen drüber wandern und die werden so ein bisschen voneinander wieder gelöst durch eine Art kleinen Reibungseffekt. Und das merkt man zwar in der Form nicht, man merkt höchstens, wenn das Blut wieder fließfähig in diese feinen Haargefäße dann reinkommt. Viele sagen, oh, das wird aber warm im Fuß, ne? Wenn sie so einen Fuß mal draufstellen oder oh, fängt an zu kribbeln, wie beim eingeschlafenen Fuß, das kennt man. Wenn er nicht gut durchblutet war und plötzlich läuft wieder Blut rein, dann stichelt das wie 1000 Ameisen und Nadeln, das ist überhaupt nicht angenehm. Und das merken manche eben auch, wenn die Durchblutung plötzlich wieder richtig in Gang kommt. Ja. Beim Rückenschmerzen, gehen wir mal da rein, ihr habt da auch schon damit gearbeitet. Ja, wir haben massig Erfahrung, weil Rückenschmerzen gerade, weil natürlich sehr viele auf kleinsten Feldern schlafen und natürlich Rückenlage, Seitenlage einfach sehr, sehr viel auch der Rücken mit dieser Durchblutungsleistung natürlich bekommt, haben wir sehr schon vor vielen Jahren festgestellt, dass Menschen mit Rückenproblemen, es gibt ja verschiedene Rückenschmerzen, ne? Es ist im oberen Rückenbereich, im Lendenwirbelbereich, Muskelverspannungen, Bandscheibenprobleme, generell Stauungen auch im Gewebe. Das kann alles am Ende zu Schmerzen führen. Ja, es gibt mechanische Schäden, es gibt einfach die hausgemachten, schlechte Haltung. Aber im großen Prinzip haben wir da sehr viel Erfahrung inzwischen sammeln können, dass wir sagen können, durch diese hohe Durchblutung, durch diese hohe Mikrozirkulation entkrampft sich die Muskulatur. Weil das, was viele nicht wissen, wie steht eigentlich Durchblutung und Verspannungen und Rückenschmerzen, weil das meiste kommt ja am Anfang aus den Verspannungen. Wie hängt das eigentlich zusammen?
Was viele nicht wissen, dass ein Muskel, der verspannt ist, wenn man am Computer arbeitet, ja, und diese typische Nackenverspannung, die viele kennen, wenn der Muskel arbeitet, dann erzeugt er natürlich auch Abfallprodukte. Ja, Sauerstoff, Nährstoffe kommen an, Schlackenstoffe werden praktisch wieder abgesondert. Diese Abfallstoffe, wenn die Durchblutung das nicht richtig rausholt, lagert sich immer mehr im Gewebe ein. Und man sagt, je mehr Einlagerung, irgendwann wird der Muskel fester. Ja, sagt man Muskelversteifung, Verfestigung, oder sagt man im Volksmund einfach Verspannung dazu. Das heißt, es beginnt eigentlich alles mit der Verspannung und es ist einfach physikalisch auch sehr leicht erklärbar. Wenn ein Muskel sich verkrampft, also diese Verspannung, dann drückt er sich selber im Inneren die Durchblutung ab. Ja, als wenn man praktisch die Adern zusammendrückt, weil der mechanische Druck einfach drauf ist. Deswegen kommt bei einem verspannten Muskel weniger Blut natürlich durch, weil es so zusammengedrückt ist und es wird aber auch schlechter abtransportiert. Und deswegen haben viele dann auch wie einen kleinen Teufelskreis. Aus der Verspannung kommt man sehr schlecht raus, es sei denn, man tut etwas dafür, eine Massage oder ähnliches. Das heißt, die Durchblutung ist maßgeblich, dass die Muskulatur gar nicht erst diesen Verkrampfungszustand bekommt. Ein Sportler wird das wissen, wenn eine Muskulatur arbeitet beim Laufen, beim Joggen, ja, oder beim Fußballspieler sieht man oft in den letzten Minuten, dass die Wadenkrämpfe bekommen. Ja, und der Krampf ist praktisch, wenn der Muskel immer mehr einlagert von Milchsäure und diesen Abfallprodukten. Irgendwann sagt der Körper, der Muskel, das ist zu viel und es wurde nicht abtransportiert, zu wenig getrunken, Durchblutung stimmte nicht und durch dieses viele verkrampft der Muskel irgendwann und sagt, jetzt ist Schicht im Schacht. Und deswegen kennen auch viele von Wadenkrämpfen und Co. Bei der Muskulatur selber im Rücken ist es eher eine Thematik, weil anders als die beweglichen Muskulaturen, die Arme und Beine, ist die Rückenmuskulatur zum einen A, eine sehr große Muskulatur und hat hauptsächlich eine Stützfunktion, keine wirkliche Bewegungsfunktion. Wir schauen uns das gleich an. Genau, wir sehen hier praktisch ein Bild, wo man die Muskelstränge sieht. Das heißt, jeder kennt das, wenn man hinten mal bei sich am Rücken fasst, die Wirbelsäule in der Mitte und links und rechts von der Wirbelsäule sind die Muskulaturen, die man sehr gut spüren kann. Und die gehen natürlich bis nach oben und dann gibt es ja noch die Nackenmuskulaturen und Schultermuskulaturen. Nur die Rückenmuskulatur hat im Körper eine kleine Sonderstellung, weil dadurch, dass sie nicht diese typische Bewegungsfunktion hat, sagt der Körper sich, wenn ich etwas einlagern muss, versuche ich das möglichst nicht in die beweglichen Muskulaturen, weil die müssen ja arbeiten, dass sie nicht übersäuern, verkrampfen und Co. Die Rückenmuskulatur, die soll ja nur stützen hauptsächlich, ja, nicht groß bewegen, sondern stützen. Deswegen sagt der Körper sich, das ist der typische Abstellraum, was vielleicht Menschen von zu Hause kennen, so einen gewissen Schrank, wo man den ganzen Kram und den ganzen Schrott, den man vielleicht so hat, einlagert. Das macht der Körper auch. Er sagt sich lieber im Rücken als in den Armen und Beinen. Deswegen lagert sich da sehr viel ein. Deswegen haben eben inzwischen fast jeder Zweite gefühlt Rückenprobleme mit Verspannungen oder eben Bandscheibenproblemen. Und durch diese Einlagerung verfestigt sich der Muskel. Und jetzt kommt wirklich ein Teufelskreis dann zustande, weil der Muskel wird fester. Das heißt, die Durchblutung ist jetzt schon mal schlechter. Durch dieses Verfestigen drückt es natürlich auch physisch auf die Nerven und sogar dann, wenn's hart ist, auch Nerven- und Spinalkanal, das heißt die Wirbelsäule. Das merken dann viele an Bandscheibenproblemen. Wenn natürlich die Bandscheibe schon mal raus ist, dann hat es meistens lange genug drauf gedrückt. Und wenn man dann zum Beispiel eine Massage macht als Linderung, dann versucht man das, was sich so eingelagert hat, auf gewissen Knotenpunkten, also Triggerpunkte, im Gewebe zu verteilen, dass der Lymphanfluss angeregt wird. Das ist alles schön und gut. Nur fragen Sie mal jemanden, der das chronisch hat, der sagt, nach 2 Tagen nach der Massage ist alles wieder da wie vorher. Warum? Die Durchblutung transportiert den ganzen Müll, diese Schlackenstoffe, die Abfallprodukte der Zelle, nicht richtig ab, weil die Durchblutung nicht stimmt. Also es ist alles immer noch im Muskel eingelagert. Das heißt, sobald ein verspannter Muskel da ist, heißt das automatisch auch Einlagerung. Das heißt, wenn ich eine Muskulatur hoch durchblute, ja, gibt es ja auch verschiedene Maßnahmen, was man machen kann, dann entkrampfe ich die Muskulatur und diesen Druck, ja, wie Finger in der Tür, aber keiner macht die Tür auf. Wäre schön, die Tür aufzumachen und nicht ein Schmerzmedikament zu nehmen, dass der Schmerz ausgeschaltet wird, dann ist der Finger aber immer noch in der Tür. Bedeutet, der Druck, der auf die Wirbelsäule, der nimmt dann ab, wenn die Muskulatur sich wieder entkrampft, sich entsäuert, ja, dass der ganze Müll da rauskommt. Dafür brauche ich aber eine hohe Durchblutung in der Rückmuskulatur und dann nimmt sich automatisch auch der Druck weg, dann lassen die Schmerzen nach. Und das ist eigentlich die kleine, große Lösung dahinter. Das ist nicht sehr kompliziert. Ja. Gott, gut aufgepasst und viel gelernt gerade. Vielen Dank. Ja. Wenn es aber so Rückenschmerzen gibt, die wirklich durch eine falsche Bewegung entstehen und zack, haut es die eine rein, oder? Genau.
Man spricht ja vom eingeklemmten Nerv auch manchmal, ja, wo man sagt, es löst sich nicht. Ist meistens aber auch durch eine Verspannung bedingt. Wenn man mal falsch gelegen hat, auch in der Nacken- und Rückenmuskulatur, merkt man, kann mich nicht gut bewegen. Die Verspannung, das heißt dieser physische Druck, dieser feste, harte Muskel, der drückt dann drauf. Ob das jetzt der Spinalkanal ist. Aber dieser harte Muskel hat auch wieder Ablagerungen. Zumindest diese Einlagerung. Diese Einlagerung hat der. Kann man sich vorstellen, wie ganz viel Müll, was nicht abtransportiert wird. Und je weniger Müll, desto sanfter, softer, sagt man so schön, ist die Muskulatur, fühlt sich geschmeidiger an und dann lässt sich auch gut bewegen. Genau. Also muss sich jeder Mensch, der eigentlich immer wieder mal mit dem Rückenschmerzen konfrontiert ist, Gedanken darüber machen, warum es immer wieder zu gleichen Stellen zu Müllablagerungen kommt. Genau. Es gibt ja verschiedene Ursachen. Es kann Fehlhaltungen geben, ein schlechter Schlaf, wenn man beruflich etwas macht, wo man vielleicht gewisse Anspannungen hat. Muskel muss sich ja auch anspannen können, das ist ja normal. Frage ist nur, versorgt er sich gut genug, um diese Arbeit, die er leisten musste, diesen Abtransport von den Abfallstoffen wieder richtig zu machen, dass der Muskel auch geschmeidig bleibt. Wenn wir Patienten hören, die sind chronisch mit Rückenproblemen, ja, viele haben im Lendenwirbelbereich, im unteren Rücken zu tun. Manche andere berufstätig, die vielleicht viel sitzen im oberen Rückenbereich, andere haben es mit der Bandscheibe zu tun in verschiedenen eben durch diesen ständigen Druck, der da drauf ist. Und wenn Menschen mal zum Beispiel längerfristig auf kleinsten Feldern schlafen und diese Durchblutung immer wieder da ist, dann höre ich sehr oft, dass zum Beispiel nach 4, 5, 6 Wochen Menschen sich melden. Ich hatte letztens mit einer Dame gesprochen am Telefon, Mitte 70 war gewesen. Ich hatte extra nachgefragt, ich fand das so spannend. Und sie sagte, dass sie noch so gerne Gartenarbeit macht, dass das ihr Hobby ist. Das Problem, was sie aber hatte, war, ich hatte sie gefragt, weil sie sagte, ich habe Rückenschmerzen, dies und jenes funktioniert nicht. Ich so, ja, dann ist wahrscheinlich bestimmt eine starke Verspannung da. Oh ja, können sich gar nicht vorstellen. Das heißt, die hat beim Bücken gemerkt und hatte dann gesagt, das fand ich so schön, ich fühle mich manchmal wie ein Kung-Fu-Kämpfer, weil es gibt einen gewissen Punkt, dann fängt es an zu spannen und zu zwicken im Rücken, dann kommt dieses Geräusch. Das kenne ich. Ja. Genau, und da musste ich lachen. Und da hat sie gesagt, sie hat jetzt einige Wochen draufgelegen und wollte das unbedingt mitteilen, weil sie so diese starken Veränderungen gemerkt hat. Sie hat gemerkt, Woche für Woche kam sie ein paar Zentimeter schon tiefer beim Bücken. Die Muskulatur sich ja langsam entsäuert, geht nicht über Nacht, ne? Das dauert ja einige Zeit. Und hat gemerkt, immer Woche für Woche kam sie tiefer, bis dieses Zwicken in der Form kam. Und dann das waren jetzt, glaube ich, 8 Wochen her und inzwischen sagt sie, dass sie wieder fast nach ganz unten kommt in der Zeit, muss noch ein bisschen länger drauf schlafen, aber sagt sie, in den ersten 2, 3 Wochen hat sich gar nicht viel getan und plötzlich ging es dann los, hat sie gemerkt, oh, viel geschmeidiger in der Bewegung, es tut nicht mehr weh, dass man diese schnelle Bewegung macht und plötzlich, oh, da das Problem kommt. Mhm. Und das ist diese Entkrampfung der Muskulatur. Ja. Ich hatte letzte Woche ein ganz beeindruckendes Interview gehabt mit Professor Dr. Karl Hecht aus Berlin, er ist 99. Ja. Und er hat mir einen Schlüssel noch mitgegeben fürs Leben, und zwar mit Magnesiumsalzen. Mhm. Also Magnesium auch in Sprayform, wo man sich doch tatsächlich auf verspannte Stellen sprayen kann. Ich hatte zum Beispiel gerade vom Joggen 2 Waden, die total verspannt waren, das hat echt geschmerzt. Ja. Da habt jetzt die kleinen Felder auf zu schlafen, mir zu wenig schnell reagiert, oder? So, der Schmerz ist da, oder? Ja. Und dann habe ich das draufgespreit und Magnesium geht tatsächlich über die Haut rein und weitet letztendlich die Venen aus, die Durchblutung wird besser, es fließt wieder, die Entspannung ist da, Magnesium entspannt. Dachte ich mir auch wieder, warum weiß das niemand? Ja. Dann sagte mir einfach, Magnesium ist kein Thema in der medizinischen Ausbildung. Es ist ein Nahrungsmittel und kein Medikament. Da dachte ich, das ist einfach. Wir wissen doch alle, wie wichtig das ist. Das merken viele auch beim Thema Basenbäder, ja, weil einfach, es ist ja im Körper sind immer Verhältnisse zwischen Säuren und Mineralien in der Form. Das heißt, auch durch die Haut letzten Endes, wie beim Schwitzen, wie bei der Sauna, wie man kennt, zur Entgiftung, kann ja auch etwas nach außen diffundieren. Wenn also außen praktisch das Milieu sehr, sehr basisch ist und im Inneren ist es mehr säurehaltiger, dann zieht sich die Säure praktisch nach außen durch das Gleichgewicht, was wieder passiert. Deswegen das sind natürlich. Das sagen mir alle Ärzte, die auch Physiker sind. Weil das ist reine Physik und Physik ist einfach ein Randthema innerhalb der Medizin. Vor allem in der Physik spricht man wie die Erdanziehungskraft, Physikgesetze, über die diskutiert man nicht, weil die sind da, die sind beweis- und belegbar. Deswegen ist das in der Medizin eigentlich immer noch so erstaunlich,
dass Dinge, die sich physikalisch beweisen, zeigen lassen, dann trotzdem so wenig beachtet werden. Aber klar, da ist die Pharmakologie natürlich immer so ein Riesenthema wieder. Aber hier sprechen wir ja nicht von einer Glaubenssache, von Durchblutung irgendwas, sondern wirklich reine Physik, was eben auch bei jedem Menschen, wenn mich manchmal jemand fragt, ja, meinen Sie, das hilft auch bei mir? Naja, wenn sich Blut dran vorbei bewegt, ist ein physikalischer Effekt plus und minus. Es muss in der Form dann sein. Natürlich trinkt der eine mehr, der andere weniger, der eine ernährt sich besser. Es kann Unterschiede geben, wie lange etwas dauert. Aber die Durchblutung, dieses fließfähige Blut, damit die Muskulatur sich entkrampft, ja, das passiert immer, das ist ein physikalischer Effekt. Deswegen ist das eben auch belegbar, beweisbar, wurde ja in der Form gemacht. Und das ist das Wichtige dabei, dass man diese Sicherheit auch für sich hat und das Ganze dann eben auch noch völlig nebenwirkungsfrei, ohne irgendwelche Substanzen. Mhm. Ja, wenn man natürlich jetzt noch gewisse Nährstoffe hinzufügt, ne, für Aderelastizität, generell Durchblutung, hier lösen wir eigentlich diese Verklumpung der roten Blutkörperchen sehr zuverlässig auf, aber das gesamte Gefäßnetz, wenn man das natürlich mit Nährstoffen unterstützt, ist die Wirkung natürlich noch besser. Aber ich kenne zumindest keine Heilpflanze, kein Medikament, was wirklich nebenwirkungsfrei, dauerhaft diese Blutverklumpungen effektiv wirklich lösen kann. Also mit effektiv meine ich nicht nur ein bisschen, und auch Dunkelfeld schlagen einige naturheilkundliche Stoffe auch sehr, sehr gut an, aber wirklich zuverlässig diese Blutverklumpungen lösen und das Tag für Tag, ohne groß was zu machen, ohne sich tonnenweise, sage ich mal, etwas in den Körper reinschütten zu müssen, mal ganz salopp, kenne ich nichts anderes. Und deswegen sind die kleinsten Felder da natürlich nicht nur bekannt geworden, sondern auch ja, so erfolgreich. Ja. Sehe ich auch so, ja. Ja. Wir haben es mit hexagonalem Wasser noch getestet und da kriegen wir auch dieses Blut wieder eigentlich wieder auseinander. Allerdings brauchst du halt dann auch jeden Tag wirklich, da musst du was tun, du musst trinken, ja, und du brauchst hexagonales Wasser, oder? Ja. Ist im Schlafen alles viel einfacher. Das ist Heilung im Schlaf, wie manche Leute sagen. Manche nennen es ja dann auch Wundermatte. Ich möchte mich da immer distanzieren von dem Begriff, weil Wunder klingt, muss man dran glauben. Wie gesagt, reine Physik in der Form, bei dem einen vielleicht 2 Wochen dauert es und der hat Riesenerfahrung, beim nächsten dauert es 6 oder 8 Wochen. Aber das, was passiert, ist eben Physik. Und diese Sicherheit zu haben, nebenwirkungsfrei, dauerhaft vor allen Dingen, ist natürlich sensationell, wenn man es dann noch mit guter Ernährung und Co. natürlich kombiniert. Ja. Wir haben hier ein weiteres Bild und sagen wir mal genau da, wo jetzt das so dunkelrot leuchtet. Genau dort hat jetzt einer unserer Zuschauer einen bösen Herd, tut ihm weh, kann kaum mehr aufrecht stehen und jetzt kommen wir wieder in die Gegenwart und jetzt haben wir so ein Pad oder zum Beispiel so ein Pad. Ja. Würde er das jetzt zum Beispiel auch Tag und Nacht genau dort hinkleben können? Ja. Dann hätte er ja 24 Stunden eigentlich genau dort, wo das Rote ist, genau. Eigentlich diese erhöhte Durchblutung. Es gibt ja viele Menschen, die haben so lange schon mit Bandscheiben- oder Wirbelsäulenproblemen zu tun. Und die Frage ist natürlich immer, was kann der Körper noch reparieren? So, das heißt, wenn ich jetzt eine hohe Durchblutung reingehe, im besten Fall drauf schlafe und tagsüber noch Pads für eine hohe Durchblutung direkt an der Wirbelsäule oder auf der Muskulatur, da wo das Problem sitzt, genau drauf tue, damit die Durchblutung zumindest in diesem Teilbereich auch im Tagesverlauf deutlich besser ist, dann erreiche ich natürlich Effekte, die sich viele gar nicht vorstellen können. Wenn natürlich schon eigentlich Operationen da waren oder man es kurz davor ist, ist immer die Frage, reicht es von der Schnelligkeit? Ansonsten würde ich es immer auch kombinieren, ob das jetzt mit dem Gold ist, was man noch mit reingeben kann in den Körper, um die Ionisierung besser erfolgen zu können. Die Goldimplantate, ja. Genau, die Goldimplantate. Der letzte Weg noch. Das ist nochmal, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist, in der Regel kriegt man es eigentlich durch hohe Durchblutung, selbst Bandscheibenprobleme. Leider, da muss man ein bisschen mehr Zeit rechnen, weil Bandscheibengewebe regeneriert sich nicht so schnell. Ja, die Zellen von der Zellteilung ist anders als wie bei der Lippe. Alle 7 Tage, wie eine Zelle sich vollständig regenerieren kann. Bei der Bandscheibe dauert es teilweise Monate. Ja, aber wenn ich Monate oder eben zumindest einige Wochen mindestens eine sehr, sehr hohe Durchblutung in dem Bereich habe, im besten Fall mit den Pads aktiv fördere, dann dauert es nicht ganz so lange wie nur mit der Schlafauflage. Aber in Kombination sind die Erfahrungen meistens schon nach 8 Wochen, dass Riesenänderungen da sind. Wenn es nach 2 Wochen schon da ist, freuen wir uns mit. Wir wollen die Erwartungshaltung nur nicht gleich bei jedem so hochlegen, nur weil es bei den Nachbarn 2 Wochen war, kann es bei einem selbst vielleicht 6 oder 8 Wochen dauern, bis der Körper diese Entkrampfung der Muskulatur, diese Entsäuerung aus der Muskulatur richtig macht. Aber diese hohe Durchblutung, das ist tatsächlich der Schlüssel. Ja. Also wenn ich jetzt nochmals zurück zu diesem Bild gehe, ich meine, das ist jetzt nur stellvertretend für den Rücken. Und
wenn ich das so anschaue, ist es ja eigentlich für alle Orten an meinem Körper, die irgendwo Schmerzen, sinnvoll, sich so ein Pad mal einfach anzulegen als Manschette, genau, die Durchblutung punktuell zu fördern. Es gibt im Internet, wie gesagt, ja auch eine Menge Bilder mit Einsatzbeispielen, wo man mal gucken kann, wie, weil wenn jemand Schulterprobleme hat, ist ja auch noch Rücken, nur halt der obere, dann legt man sich solche Pads sozusagen vielleicht hier drauf. Ist es an anderen Stellen, kann man sich was umbinden. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Im besten Fall, weil die Rückenmuskulatur ist natürlich groß, nur weil es mir unten im Lendenwirbelbereich wehtut, sind meistens die Verspannungen oben trotzdem da. Ja, im besten Fall denkt man ein bisschen größer. Aber wenn es jetzt mal Akutstellen sind, wo man schnell eine Lösung in der Form braucht, dann sind natürlich die Pads da auf diese Stellen zu tun. Gerade im Lendenwirbelbereich haben sich so 3 Pads nebeneinander als sehr erfolgreich erwiesen. Das heißt, wenn man sich hinten die Muskulatur praktisch vorstellt, links und rechts von der Wirbelsäule, da so ein Pad länglich von oben nach unten drauf und einer direkt auf der Wirbelsäule für die Bandscheiben und 3 Pads dort nebeneinander, ist Wahnsinn, was uns die Menschen berichten damit. Ja. Du hast mir noch nicht gesagt, was da drin eigentlich ist, dass es eigentlich diese Anstöße gibt und diese Verklumpungen auflöst und die Durchblutung steigert. Was ist da für eine Technologie dahinter? Das ist praktisch, muss man sich vorstellen, kleinste Felder arbeiten auf einer Art magnetischer Basis. Mhm. Ja, das heißt, Magnetfelder wäre wie eine Magnetfeldtherapie eigentlich schon ein bisschen was anderes, aber auf magnetischer Basis, wo alle paar Millimeter, wenn sich das Blut eben dran vorbei bewegt, wechseln sich zum einen erstmal die Polaritäten von Plus nach Minus, damit immer praktisch der Effekt da ist von Abdrücken ranziehen. Dann kommt aber eben durch diese verschiedenen Ausformungen, das, was diese Felder eigentlich besonders machen, ist nicht nur wie ein Zebrastreifen etwas gebaut, wo was drüber geht, sondern sehr komplex wie ein Mosaik, ein völliges Chaos, auch mit verschiedenen Stärken. Das heißt, von Millimeter zu Millimeter wechseln sich auch die Stärken. Das heißt, wenn man sich das vorstellt wie ein Gebirge, ja, wenn man das mal visualisiert für sich wie ein Gebirge, was rauskommt, ein hoher Berg, ein kleinerer Berg, ein mittlerer Berg und das praktisch alles sehr, sehr verschieden gehalten, dass wenn das Blut durchläuft, wird praktisch eine Frequenz, ein Signal natürlich damit auch erzeugt. Und das ist dann so breitbandig, dass die Zellen unfassbar breit auch angesprochen werden in der Art und Weise. Und dann geht es natürlich auch nicht nur durch Blutung, sondern die Zellregeneration, mehr Mitochondrien, mehr ATP, was in Laboren gemessen wurde, auch in den Studien. Können wir, wie gesagt, einen anderen mal darüber sprechen. 180% erhöht die ATP-Produktion. 300 sogar. 300 in der Nacht beim Schlafen. Ja, das heißt, beim Patienten hat man die weißen Blutkörperchen gemessen, auch für die Immunabwehr ja zuständig. Ist heutzutage in der C-Zeit, wie man so schön sagt, umso wichtiger. Dass dort eigentlich diese Zellleistung so immens zunimmt. Das heißt, eine ATP-Generierung, man hat es alleine nur im Labor, weil da gibt es keinen Placebo-Effekt, das Blut reagiert oder reagiert nicht auf den Feldern. Und alleine eine Stunde lang über so ein Pad das Blut drüber gehabt, hat 3,3 mal mehr Maximalatmung der Mitochondrien. Und eine ATP-Generierung auch wahnsinnig hoch. Also 3-mal mehr. Ja, 300% ist für viele schwierig zu verstehen, aber 3-mal mehr als vorher. Und ist eindeutig, oder? Eindeutig. Ist Wahnsinn. Kann man diese Studie irgendwo lesen, finden, nachlesen? Ja, wenn man ein bisschen im Internet recherchiert, bei uns zum Beispiel auf der Webseite wird man es noch nicht finden. Dürft ihr, glaube ich, nicht. Denn man darf keine Studie mit dem Verkauf zusammenlegen. Also, wir werden die Studien aber trotzdem jetzt, wir fangen an, die richtigen Formulierungen dafür zu wählen, dass diese Ergebnisse auch dann öffentlich sichtbar werden. Aber auf der einen oder anderen Seite im Netz, wenn man kleinste Felder Studien oder Studienzusammenfassung mal googelt oder in der Suchmaschine eingibt, wird man, wenn man ein bisschen guck finden zur Not, soll man uns fragen, dann bekommt man auch die Studienergebnisse, die man so nicht findet. Weil das war jetzt ganz, ganz wichtig, denn das ist der Zuschauer sich manchmal auch gar noch nicht bewusst, dass wir nicht immer alle Studien in Zusammenhang mit dem Verkauf bringen dürfen. Das sind getrennte Welten. Da hat man eine Studie, aber der Trieb darf nichts über die Studie sagen auf der Homepage, natürlich in Beratungsgesprächen schon, aber das muss getrennt sein. Tatsächlich in der Öffentlichkeit. Leider! Ja, es wird immer davon gesprochen, man könnte ja Menschen in die Irre führen mit medizinischen Ergebnissen, weil die ja alle ganz doof sind. Natürlich sind sie es nicht, aber es wird von der Rechtslage gesagt, dass sie das ja alles gar nicht verstehen würden, was da drin steht, selbst wenn es gut erklärt ist. Und da ist eigentlich die Aufgabe, diese Irreführung zu vermeiden. Das ist der rechtliche Punkt in den meisten Fällen. Und das kriegt man schon, da muss man sehr feinsäuberlich formulieren in der Form. Aber die Studie
einfach schwimmen. Ja, genau. Weil zum Beispiel eine Originalstudie wird man nicht finden. Das ist in festgelegten Datenbanken, wo nur Ärzte, Therapeuten etc. reinkommen. Mhm. Aber Zusammenfassungen davon, das kann man auch offiziell woanders lesen. Mhm. Sonst müssten nur die Ärzte dann in diese Datenbanken reingehen. Also für den Endverbraucher tatsächlich extrem schwierig. Also einfach bei Google Studien, kleine Felder reingeben, findet man das. Genau. Weißt du, was mich das erinnert, diese Berg- und Talfahrt auf dem Magnetfeld und mit Impulsen überall, als ob ich irgendwie nackt in der Wiese liegen würde, in der Natur. Ja, da ist natürlich ein bisschen noch was anderes als das Erdmagnetfeld, was ja auch konstant da ist. Hier wechseln wir praktisch die Polaritäten, um das Blut natürlich noch mal ganz anders zu aktivieren. Klar, also aber ich bin verbunden mit dem Magnetfeld. Genau. Und ich glaube auch, die Stärke ist in etwa dasselbe wie das Erdmagnetfeld. Ist sehr, sehr schwach. Nach 1,4 cm Abstand haben wir sogar schon Erdmagnetfeldstärke erreicht, weil es mit dem Abstand wird es immer schwächer, das Feld. Aber es muss nicht besonders stark sein. Viele denken, je stärker so ein Feld, desto besser ist die Wirkung, wie man das sonst von technischen Geräten kennt. Genau das ist es nicht. Es muss nur beim Körper ankommen. Dann ist die Stärke bezeichnet nur die Eindringtiefe. Wie tief dringt es ins Gewebe ein? Man muss aber nicht weit eindringen, wenn man eigentlich das Blut hauptsächlich erreichen möchte, was auch in der Haut dementsprechend wandert. Deswegen sind die Felder so gebaut, dass man 24 Stunden rund um die Uhr theoretisch sein ganzes Leben lang anwenden kann, ohne irgendwelche schädlichen Nebenwirkungen. Bewusst sehr, sehr schwach. Ja. Jetzt vielleicht noch für deine Ohren bestimmt. Wir haben nachher in einer Klinik Dunkelfeldanalysen gemacht und geschaut in einem sehr stark Elektrosmog belasteten Raum. Und dann haben wir natürlich alle sofort verklumptes Blut gehabt. Dann haben wir uns auf diese Felder gelegt. Und innerhalb von 2 Sekunden war das Blut wieder schön. Doch so schnell. Dann haben wir uns wieder aufgestellt, wieder gemessen. Und wir waren wieder verklumpt, wieder runter, wieder gut, wieder aufgestanden, wieder weg. Ja. Und das hat mir so ein bisschen ein Bild gezeigt, dass wenn man drauf ist, ist man jetzt nach meiner Interpretation durch das Magnetfeld geschützt vor den Wirkungen, den Auswirkungen von externen Elektrosmogstrahlen. Das stimmt zu einem großen Teil, aber nicht, man könnte nicht sagen, dass man wie ein Kokon eingehüllt ist, weil das Feld ist ja bewusst sehr schwach, also es geht nicht sehr weit in die Tiefe. Was aber passiert natürlich über die Zellleistung, was dort angehoben wird durch mehr Kraftwerke, die gebildet werden, diese Mitochondrien und mehr ATP, diese Zellenergie. Wenn das Blut dran vorbeiläuft, nimmt es mehr Energie natürlich auf, logischerweise. Und je länger man drauf ist, desto besser lädt sich die körpereigene Batterie auf. Und je leistungsfähiger natürlich die Zellen sind, weil sie richtig Sauerstoffleistung bekommen, desto besser können sie sich natürlich gegen die äußeren Einflüsse, nicht nur Elektrosmog, ist ja ein heute Riesenthema, gerade in 5G-Zeiten, was jetzt immer schlimmer noch natürlich wird, sondern auch, man hat ja in den Laboren auch getestet mit allen möglichen Giftstoffen, Wasserstoffperoxid, was man so in Laboren alles dazu gibt, um so die Zellen zum Sterben zu bringen. Man hat eben messen können, dass das Blut, was mit kleinsten Feldern mal eine Stunde behandelt war, viel, viel länger durchgehalten hat, bevor die Zellen durch diese ganzen Giftstoffe verendet sind. Und das ist das Interessante zu sehen, dass man sich das nicht vorstellt wie ein Einhüllen. Also wir schirmen zum Beispiel nicht den Elektrosmog, der ist immer noch im Zimmer. Wir können ihn nicht wegsaugen, aber der Körper wird so viel leistungsfähiger dagegen anzugehen. Er bildet praktisch eine deutlich größere Resistenz dagegen, weil die Zellen mit mehr Kraft sich besser und länger dagegen wehren können. Also durch die Leistungsfähigkeit des Körpers eigentlich, wo viele sagen, Elektrosmog-Schutz, ja, ist es auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite nicht ganz. Aber der Körper wird so viel leistungsfähiger, dass er mit dieser Belastung auch täglich, wenn wir uns nicht nur zu Hause aufhalten, sondern auch unterwegs, viel, viel besser damit klarkommt. Deswegen dieses Blut dann eben nicht so schnell verklumpt etc. Deswegen ist der Schutz, sage ich mal, eigentlich dem Körper zu helfen, so viel stärker seinen eigenen Widerstand dagegen zu bilden. Und das passiert definitiv, was wir in den Ergebnissen labortechnisch und auch in den Studien sehen konnten. Ja, und ich habe es ja auch gesehen, der Einflussbereich, habe ich immer gesagt, das Magnetes war stärker als der Einflussbereich vom externen Elektrosmog. Das heißt, ich hatte wirklich diese Stärkung mehr als die Schwächung von außen. Und das war sehr beeindruckend. Ja, tatsächlich. Wir haben ja solche Tests auch gemacht. Meistens haben wir gesagt, mal 10 Minuten drauflegen, dass das schon in Sekunden. Ja. Bei euren Testungen war es natürlich spannend, dass es dann auch so schnell geht, um das zu verstehen. Weil Menschen zum Beispiel, die einfach nur einen Fuß mal auf kleinste Felder stellen und dann schon nach 20, 30 Sekunden teilweise so ein Kribbeln im Fuß verspüren. Natürlich, da passiert richtig schnell was, diese Entklumpung. Aber dünnes oder dickes Blut merkt man erstmal nicht. Einen kalten Fuß natürlich schon. Wenn das Blut dort wieder richtig rein geht mit der Temperatur, dann erwärmt sich ja auch der Fuß. Dann sagt man, oh, das wird aber warm oder oh, das fängt aber an zu kribbeln. Das ist dann die Durchblutung. Genau.
Danke dir ganz herzlich, lieber Marco Klein. Danke für diese Erläuterungen. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen hier eine ganz, ganz spannende, interessante Sendung darstellen und auch zeigen, da, wo es weh tut, einfach mal wirklich zu schauen, dass dort die Durchblutung gesteigert wird, sodass sich wirklich Ablagerungen wegschwemmen kann, dass es wieder zurückgeht, der Schmerzpegel zurückgeht, mehr Sauerstoff zu den Problemzonen hingeführt werden, mehr Energie dort produziert werden kann, sage immer mehr Bauarbeiter zur Baustelle geführt werden, damit die Sanierung schneller vonstatten gehen kann. Das ist alles möglich und ein ganz interessanter Ansatz, hoffentlich auch für Sie zu Hause, um hier einfach mal wirklich aufzuräumen mit gewissen Baustellen, die immer und immer wieder kommen. So, das wünsche ich Ihnen natürlich von ganzem Herzen. Haben Sie Erfolg damit und ich wünsche Ihnen alles Gute, auch dir, lieber Marco. Danke. Und auch unserem lieben Studio. Und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.